hallo ihr Lieben. Heute grüße ich euch mal aus meinem Behandlungsraum. Ja, wie findet ihr mich heute mit meinem Osternest? Schick, gell? Ja, so sehe ich aus, wenn ich mich selber quasi behandle. Also, letztes Mal habe ich euch daran teilhaben lassen, wie wichtig es ist, eine Gesichtsreinigung jeden Tag zu machen, um eben eure Wirkstoffe und eure ganzen Ampullen und was auch immer ihr gerne auf eure Haut auftragt, letztendlich auch dorthin gelangen, wo man sie hinhaben möchte. Und wir eben die ganzen Ablagerungen auf der Haut haben, die wir damit entnehmen. Ich empfehle immer, einmal die Woche noch ein Peeling zu machen und eine Maske. Das würde ich euch heute gerne mal zeigen, wie einfach das geht und dass das letztendlich auch nochmal eine wichtige Versorgung für die Haut ist. Ja, beginnen würde ich heute jetzt tatsächlich gleich mal mit einem Peeling. Ich bevorzuge das Peeling von der Firma Aloe. Das ist ein Keratin Scrub. Das sind ganz feine Körnchen, die da drin sind. Die sind geschliffen, also nicht rau. Und somit können sie deiner Haut eben auch keinen Schaden zufügen, sondern sie peelen unsere Haut, sie nehmen die abgestorbenen Hornschüppchen runter. Das ist jetzt hier in dem Fall eine Dose. Es gibt aber auch in der Verkaufsabteilung letztendlich in einer Tube. Wenn ihr Dosen habt, immer mit einem Spatel arbeiten. Das ist ganz wichtig. Nicht mit den Fingern rein. Ihr seht, ich habe immer noch meine Handschuhe an. Ich hatte mich ja geschnitten und das ist leider immer noch nicht so gut verheilt. Also ihr braucht ein wenig von dem Peeling. Natürlich habt ihr eure Haut vorher gereinigt und vorbereitet. Ist eine ganz schöne Sache, zum Beispiel samstags, abends oder eben sonntags. Da hat man meistens die Zeit dafür, sich so ein bisschen zu pflegen. So, und dann nehmt ihr einfach das Peeling und verteilt es so schön im Gesicht. Und auch da kommt gleich mein Bürstchen wieder zum Einsatz. Auch hier denkt dran, dass ihr euer Dekolleté und Hals nicht wieder vergesst, ne? Das ist ganz wichtig. Und durch diese Körnchen, die da drin sind, können wir die, wie gesagt, die abgestorbenen Hornschüppchen schön abnehmen. Ihr könnt das auch nochmal aufemulgieren mit Wasser. Und dann, wie bei der Reinigung, schön die kreisenden Bewegungen machen. Wie gesagt, wenn ihr das möchtet, könnt ihr das intensivieren mit einem Bürstchen, ob elektrisch oder manuell. Also ich habe es ja manuell, wie ihr ja gesehen habt, und das mache ich jetzt auch nochmal hier. Schön in kreisenden Bewegungen. Und auch da, denkt dran, immer das Bürstchen wieder sauber machen. Ob ihr jetzt nur einen Aufsatz habt von der elektrischen Bürste oder ihr habt eben hier so ein, das ist so ein Naturhaarbürstchen. Da müsst ihr wirklich immer alles schön sauber machen, ne? Damit ihr keine Schmutzpartikel wieder beim nächsten Behandeln auf eure Haut auftragt. So, keine Riesensache. Und dann habe ich wieder meine super flauschigen Washis und dann geht ihr und nehmt einfach den Rest schön runter. Und dann seid ihr gut vorbereitet für euren nächsten Step, nämlich die Maske. Bevor ich aber jetzt eine Maske auftrage, letztes Mal habe ich mir eine Hyaluronampulle aufgetragen, auch von der Firma Aloe Vera Tratz. Heute ist auch toll, gibt es von Aloe auch einen Hyaluron Roll-On Stift. Ideal auch so für Reisen zum Beispiel. In beiden Fällen sind es Glasflaschen, das ist nämlich ganz wichtig, das Hyaluron darf nicht im Plastik aufbewahrt werden. So schaut das dann aus. Kann man das überhaupt sehen? Ja, kann man sehen. Und hat
habe dann quasi wie so einen Roller. Und dann gehe ich auch hier ganz schön über meine Augenpartie und auch hier, ne, da überall, wo wir unsere Fältchen haben oder wo wir einfach das Gefühl haben, da brauche ich jetzt mal besonders viel Pflege. Und dann tragen wir das überall auf. Und als nächstes habe ich die Aquaporin-Maske. Die ist mit Tigergras sehr toll feuchtigkeitsspendend. Ein sehr hoher Anteil auch an Aloe Vera enthalten. Das Aloe Vera wird kalt gepresst. Und somit bleiben die Wirkstoffe schön in der Aloe-Pflanze dann auch drin. Also es werden die wichtigen Stoffe aus der Aloe-Pflanze nicht rausgepresst, sondern die bleiben schön drin. So, ich habe das jetzt quasi, mache das mir in so ein Töpfchen rein, weil ich trage das am liebsten, die Maske dann immer mit einem Pinselchen auf. Ne? Und die Maske lässt man dann, wenn man sie aufgetragen hat, so circa Viertelstunde, 20 Minuten einwirken, je nach Maske. In diesem Fall könnt ihr aber auch die Maske über Nacht einwirken lassen und einfach den Rest, den Überschuss, wenn überhaupt Überschuss bleibt, bei mir würde kein Überschuss wahrscheinlich bleiben, einfach einmassieren. Also hier ist die Maske, das ist keine Maske, die ihr zwingend abnehmen müsst. Die kann tatsächlich auf der Haut auch bleiben und kann auch als, je nach, wie gesagt, Hautbeschaffenheit, auch als Grundlage drauf bleiben. So, und das ist doch eine schöne Beschäftigung für einen verregneten Sonntag, finde ich. Und ihr habt euch noch was Gutes getan. Vielleicht habt da noch jemand zu Hause, den ihr auch gleich mit verwöhnen könnt, indem ihr eben auch gleich noch eine Maske auftragt. Ob die Töchter, ob der Mann, wie auch immer. Und ja, dann könnt ihr das schön auftragen, einwirken lassen. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, so nach 10 Minuten, Viertelstunde ist das alles schön eingezogen. Und dann wird das, wie gesagt, der Rest einfach noch ein bisschen einmassiert. Ich habe sie auch tatsächlich schon ein paar Mal über Nacht drauf gemacht. Und ja, meiner Haut ging es am nächsten Tag wunderbar. So, das ist mein kleiner Beauty-Tipp nochmal, was man noch zusätzlich zu Hause machen kann. Zu dem, was man eh schon macht. Ein bisschen Augenpflege und so weiter und so fort. Ja, meine kleine Nala sitzt jetzt hier bei mir und guckt mich ganz erstaunt an. Was hat denn mein Frauchen da im Gesicht? So kenne ich die gar nicht. Ne? Kleine süße Maus. Wollt ihr die mal sehen? Die ist so süß. So eine kleine Bengalkatze. Ist noch ganz klein. Schaut mal, ist die nicht hübsch? Oh, meine süße Nala-Maus. Gell? Und da steht jetzt Wasser, das ist besonders lecker, gell? Oh, die denkt sich auch, kannst du mich mal wieder runterlassen? Also ihr Lieben, so schaut's aus. Wie gesagt, wenn jetzt, gehen wir mal davon aus, die 10 Minuten sind vorbei. Und dann gehe ich einfach hin und massiere mir, wie gesagt, den Rest einfach schön ein. Solltest du nur etwas reichhaltigere Haut, also sprich in dem Fall eine Haut haben, die mehr Teig produziert, wirst du wahrscheinlich einen Überschuss behalten. Im Gegensatz zu mir, im Regelfall ist die auch komplett dann weggezogen, weil ich habe wirklich eine trockene Haut. Und alles, was jetzt übrig bleibt, brauchst du nicht mit einem Wasser abnehmen, sondern du nimmst einfach nochmal ein Tuch und tupfst dir das quasi einfach ein bisschen ab. Und dann hast du quasi eine schöne, wie gesagt, eine schöne Grundlage für den Tag. Kannst dann dein Tages-Make-up oder was auch immer dir so beliebt dann auftragen.
Ich finde auch die Konsistenz von der Maske wirklich sehr angenehm, sehr reichhaltig, aber nicht pampig, nicht unangenehm fettig. Also es gibt ja so Masken, wo du denkst, eieiei, das ist aber viel. So, jetzt habe ich mich auch gleich noch eingesaut. Wunderbar. Also, ich hoffe, ich konnte euch wieder einen kleinen Einblick verschaffen in die Welt der Gesichtspflege. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wie immer, einfach euch bei mir melden. Ihr findet mich wie gehabt bei Facebook unter das Atelier, ihr findet mich bei Instagram unter Beauty Kiki, ihr findet mich auch ganz normal wie immer unter meiner Telefonnummer per WhatsApp. Ich habe ja auch noch einen kleinen YouTube-Kanal, auch da könnt ihr euch gerne nochmal mein Video anschauen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr alles teilt und alles liked und so weiter und so fort. Ja, also ich melde mich wieder. Ich freue mich, wenn ich von euch höre. Macht's gut, ihr Lieben.